So, meine lieben Zuschauer, wir sind live zum ESL Think Fast Razor League Gruppen in der Gruppenphase im Spiel Tiny Team gegen Wolves 5, im ersten von diesem Best of Two. Ursprünglicherweise hätten wir hier 3D Max gegen Sensei Esports, aber es gab da wohl anscheinend Verzettelungen mit der Time Zone und somit gab es einen Defend für 3D Max, da Sensei leider Time Zone anders eingeschätzt hatten. Somit Tiny Team gegen Wolves 5. Die beiden Teams befinden sich in der Gruppenstage. Und zwar geht es hier um Gruppe C. Und das ist es schon, weil es vorher noch gar kein Game gab. Dementsprechend gibt es auch noch keine Platzierungen. Beide Teams sind auf Platz 1 oder beide Teams sind auf Platz 4, je nachdem, ob ihr das optimistisch oder pessimistisch seht. Und es geht hier um, nichts, beziehungsweise um viel, denn wahrscheinlich wird ein Team davon alles gewinnen und dann werden wir einen Erstplatzierten haben und einen Zweitplatzierten, der Wins dahinter hat. Von daher zählt hier wahrscheinlich jeder Punkt, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Aber es ist halt super nichtssagend. Ja, wer hätte es gedacht. Death Prophet, Razor. Gareth Mitch wäre noch drin. Brewmaster Ben wird jetzt entweder von Wolves 5 kommen oder von Tiny Team. Jetzt hier Brewmaster, ja, da sie First Pick hatten. Okay, hätte mich das überrascht, aber sie wollten anscheinend kein Brewmaster spielen. Und hier könnte entweder ein Lycan-Bun kommen oder ein Viper-Bun. Oder Gareth Mitch, nee. Oder ein Void-Bun. Würde ich jetzt mal warten. Machen wir einen Viper-Bun, okay. Ogre Magi. Oder Scareth Mage, First Pick. Oder Void, je nachdem, wie weit sie zurückgehen wollen. Tidehunter, na gut. Scareth Mage Ogre? Na gut, Void, Scareth Mage. Void Lich? Void Scareth Mage, okay. Und den Ogre zum Abschluss für Wolves 5? Oder doch eher ein Ogre oder... Letztes Mal hatten wir den Naga mit Tidehunter, das ist aber hier wohl nicht der Fall. Wir werden... Ogre könnte man machen. Ansonsten wären eine Mirana, sehen wir hier tatsächlich. Das ist nice. Komischerweise habe ich in letzter Zeit sehr wenige Mirana-Spiele gesehen. Ich weiß selber nicht warum. Vielleicht, weil sie so skillabhängig ist, dass manche Teams vielleicht dann doch eher einen stabileren Helden nehmen. Aber es freut mich sehr, Mirana ist zurück, Arrows sind zurück. Hoffentlich eine Roaming Mirana. Hat immer sehr viel Potenzial für sehr viele... Oh. Pfeile, ja. Witch Doctor, jetzt kommen die ursprünglichen, die normalen Kombos für den Faceless Void. Witch Doctor raus und vielleicht... Naja, gut, die Hauptkombo haben sie halt schon, ne? Poker wäre vielleicht ein bisschen zu... Too much. Aber. Weiß nicht, eventuell den Ogre bannen, weil Ogre einfach ein starker Support ist. Könnte auch der Fall sein. Außerdem auch schon schön von Tiny Team die Vengeful Spirit gebannt, einfach um den Swap raus zu verhindern. Und den Doom gebannt für Wolves 5. Oh. Wäre natürlich immer eine Möglichkeit, aber ist in letzter Zeit sehr stark abgefallen. Warum auch immer. Haben wir letztens gesehen. Navi gegen. Wer war denn das? Navi gegen Team Tinker. Da gab es letztens einen Doom. Aber. Ist ja die Frage. Funnic Doom ist halt auch was anderes als ein normaler Doom. Okay, ein Ogre Magi kommt hier. Wer hätte es gedacht, ja. Ogre Magi, Scareth Mage und Void. Eine der drei doch sehr, sehr, sehr böse Kombinationen. Drei Helden, sehr stark. Aber Tidehunter sollte man nicht unterschätzen. Und Mirana, wenn gut gespielt, kann richtig reinhauen. Von daher... Es ist halt im Meta vielleicht ein kleiner Vorteil von Tiny Team. Besonders, weil sie mit der Chrono halt Setups haben, die Wolves 5 nicht so einfach haben. Aber nichtsdestotrotz, Wolves 5 könnten hier entweder mit einem Setup für die Mirana gehen. Also Bane Shadow Demon. Oder sogar Kunker. Aber Kunker und Tidehunter in einem Team ist natürlich auch so eine Sache. Eher nicht. Da sind halt auch sonst noch solche Möglichkeiten durchaus vorhanden.
aber lassen sich jedoch ein bisschen Zeit und gehen mit dem Jakiro. Ja. Erstmal so. Ist halt schwierig für die Meraner Arrows zu treffen. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es ein Core Meraner wird. Aber wir haben auch noch ziemlich viele andere Cores, die noch kommen können. Wir haben auch immerhin das Metier von Dusa, Spectre, Naga. Es ist alles noch möglich. Besonders für den Void wäre entweder ein Spectre oder vielleicht eher irgendwas mit AOE. Eventuell sogar ein Invoker Mitte. Wäre hier für Tiny Team gut drin. Für Wolves 5 könnte ich mir eine Spectre vorstellen. Einfach weil Spectre eher der Held ist, der Counter initiated. Und dann die Krone platziert ist. Wahrscheinlich nach dem Initiate. Und dementsprechend Spectre hauptsächlich seine Illos außerhalb der Krone platzieren kann. Legion Commander für Tiny Team. Wahrscheinlich in der Mitte. Schöner Pick. Die Frage. Ja, es ist halt ein Melee Carry. Von daher erwarte ich hier sehr stark einen Legion Commander Mitte. Oder einen anderen Ranged Carry. Vielleicht Safelane oder Mitte, je nachdem, wo Legion Commander hinkommt. Einfach nur, weil besonders Late Game sollten sie doch irgendwas haben, was in die Chrono reinschießen kann. Sonst haben sie halt nachher eine Chrono, wo eine Void kämpfen kann. Und danach eben nur noch, keine Ahnung, die Legion Commander, die dann außerhalb der Chrono so halt hintereinander fightet. Und tatsächlich ist eine Core Meraner, die halt durchaus den ganzen Schaden dischen kann, wenn sie außerhalb der Chrono ist. Von daher würde ich da jetzt erstmal Probleme beschaffen, wenn Tiny Team hier keinen Range Carry nimmt. Medusa könnte hier funktionieren, ist aber. Ja, gut, Legion Commander wird viel Action machen mit Void zusammen, von daher könnte Medusa funktionieren. Ansonsten gibt es noch ein paar Helden, die drin wären. Viper wäre hier halt optimal drin. Oder ein Death Prophet, aber das sind ja immer die First Bands. Mal schauen, TA wäre tatsächlich sogar für Tiny Team vielleicht drin gewesen. Aber nicht an Ignite. Gegen Legion Commander wäre eine TA tatsächlich relativ gut gewesen. Puck wird hier gebannt. Ja, ich habe das Gefühl, also Tiny Team hat so bisher so ein bisschen das stompigere Lineup. Wird auf jeden Fall Vorteile haben. Sie wollen stompen, sie wollen snowballen. Dementsprechend sind hier Puck-Bands und sowas schon sehr gut. Aber vielleicht so im richtigen Late Game brauchen sie noch was. Andererseits müssen sie auch nicht unbedingt dafür picken. Können das Spiel auch einfach schneller beenden, besonders mit Void und Legion Commander ist es durchaus drin. So, mal schauen, was sie für die Mitte oder für die Safe Lane picken wollen. Und für den Klinks wäre tatsächlich noch hier drin, der zusammen mit dem Void relativ gut synergiert. Oder einen Shadowfiend natürlich. Shadowfiend Mitte, kriegt viele Souls, kriegt einiges an Damage. Chrono und Shadowfiend haut einfach nur rein. Ist doch erfolgsversprechend, durchaus. Und ist halt genau das, was ich gesagt habe. Passt da auch ziemlich gut rein. Sehr schön. Ja. Wolves 5 können sich jetzt, ja, wahrscheinlich eine Mitte aussuchen, die gegen Shadowfiend antritt. Wolves wie ein Tinker oder so wären halt auch noch drin. Durchaus. Aber relativ viel Disable von Tiny Team da. Da bin ich mir da nicht sicher. Aber, ja, Melee für Shadowfiend ist halt so eine Sache. Echt nicht. PA wäre hier durchaus eine ziemlich gute Wahl. Da überrascht mich ja doch, dass der TA-Ban kam. Ich hätte jetzt eine PA doch irgendwie höher eingeschätzt. Dadurch, dass sie gegen den Void überlebt und gegen Shadowfiend durchaus surviven kann durch die Evasion und auch gegen den Legion Commander im Duell halt auch richtig hart zurückhauen kann. Und Nightstalker in der Mitte. Okay. Ob das ein Nightstalker-Game ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber gegen Shadowfiend, Ogre Major, Scarif Mage könnte es durchaus funktionieren. Wir müssen jetzt stompen. Aber es ist auf jeden Fall was zum Ganken, was sehr gut funktioniert gegen Tiny Team. Da die doch erstmal ein bisschen farmen wollen. Und eigentlich eher ein teamfightigeres Lineup sind, was gegen Ganks vielleicht nicht so optimal aufgestellt ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würden sie halt lieber roamen und selber ganken, als gegankt zu werden. Dementsprechend Nightstalker sehr passend da drin. Na gut, auf der Seite von Wolves 5K oder Wolves 5 haben wir Dominus, der den Nightstalker in die Mitte bleibt.
und auch so ziemlich alles da erstmal mitbringt, was man braucht, nämlich Star Shield und Quelling Blade. Murzok wird wohl auf dem Titan da nach oben gehen. Die Supports sind Dee und Tapion, Earthshaker und Jakiro und zu guter Letzt June auf der Carry Mirana. Auf der Seite von TT haben wir LeBron, der schon ziemlich oft jetzt Stand-In ist. Aber egal. Ogre Magi zusammen mit Cat4KM, der den Scarath Mage übernimmt, und die zusammen Gigi auf den Legion Commander supporten. Cole übernimmt den Shadow Fiend in der Mitte auch als Stanton und Funny auf dem Faceless Void. Ja, die sind alle Stanton, dementsprechend. Ne, einer von TT. Was ist denn hier Funny? Kenne ich doch. Also, entweder sind die länger bei TT oder sind tatsächlich aus irgendeinem anderen Team, was mir hier aus der ESL Think Fast Razor League bekannt vorkommt, aber ich glaube nicht, dass Stantons aus innerhalb der League erlaubt sind. Von daher glaube ich, dass sie einfach so Stanton heißen beim TT. Hatten ja auch Fanatics für eine lange Zeit gemacht. Einfach weil die doch noch nicht so lange drin waren. Ja, haben hier die Sentry Wards definitiv gesehen. Und ein schnelles D-Ward. Und Scarath Mage hat doch relativ wenig Base Attack Damage. Beide Runen gehen hier an Wurst 5. Frage ist halt, wie lange das tatsächlich der Fall sein wird. Funny hat einiges an Regeneration unten. Sollte mich unterschätzen. Außerdem schon der erste Smoke Gank. Ich weiß nicht, ob das Smoke Gank überhaupt sinnvoll war, weil sie da die Ward rausgenommen hatten. Aber ja, wenn Nightstalker halt über diese Linie hier rausgeht, dann wird er definitiv fallen. Aber bisher gibt es ja noch keinen Grund, weil noch sind die Creeps nicht low genug. Und ja, ich glaube nicht, dass er da erstmal hingehen wird. Und auch die Supports sind schon lange wieder weg. Ja, Hindsight. Schöner von Dominus zu sehen halt, okay, bevor ein Earthshaker nicht auf der Lane ist, werde ich definitiv nicht diese Steps hier runtergehen. So, auch sind es tatsächlich Dual Lanes mit Dee und Murdoch auf der Top Lane. Knight kommt raus, wird ein bisschen geharrassed, solange man das noch machen kann ohne Krankenschell. Da unten ist es Mirana gegen den Void, was auch schon durchaus gut ist. Als stabiles Line-Up hier. Legion Commander versucht ein bisschen hier zu attacken, aber es ist tatsächlich allein. Die Supports sind erstmal mit Pullen beschäftigt. Sollte sie also nicht zu viel vorgehen. Das Stack ist weg. Pings kommen raus. Vielleicht sollten wir hier mal contesten. Aber ich glaube, da kommen sie relativ spät dafür. Die Creeps machen da schon einiges an Bumm. Und alle Creeps sind aufgemockt. Die T sind somit relativ gut wieder oben dabei. Auch besonders mit den Pull-Throughs, die sehr wichtig sind für eine Tri-Lane. Weil die XP halt komplett weg wird. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die auf dem Jakiro erstmal ein bisschen wegrotiert. Haste-Rune auf dem Ogre Magi. Aber Dominus ist halt auch. Kann ihn hier ein bisschen harassen oder ein bisschen zurücktreiben, dass er zumindest nicht die Last-Hits kriegt. Ja, jetzt haben wir Funny hier, der zumindest Gesellschaft vom Earthshaker bekommt. Aber erstmal nur ein bisschen ein Hauen bekommt und natürlich gegen den Earthshaker doch gut zurückhauen kann. Der auf Soul Ring First geht. Ja, durchaus nicht verkehrt. Und auch der zweite Pull-Through funktioniert hier. Das ist noch weniger Erfahrung für 5K. Die immerhin jetzt hier die Erfahrung mitgenommen haben. Aber hey, Arrow fliegt daneben. Und Funny hat ist relativ low gegangen. War halt die Fissure und Harris genug, aber lebt noch. Hören wir uns mal die Last Hits an. Nach 3 Minuten ist halt der Shadow Fiend richtig gut dabei. Es ist halt meistens so bei Shadow Fiends, dass sie auch ziemlich viele, die nice haben, einfach weil es ähnlich wichtig ist. Aber generell 20 zu 12, Legion Commander 20 zu 8. Das sind TT farmt auf beiden Seiten richtig stark. Danach kommt die Mirana mit 13 zu 3 tatsächlich nur. Also lässt sich hier vom Void durchaus ein paar Last Hits wegnehmen. Hat auch schon viel Denies und 9 Last Hits auf dem Void. Ist halt auch prinzipiell nur eine Solo-Lane, von daher ist da nicht so viel. Und ja, gut, okay, da ist gut einfach der Shadow Fiend solo hier den
Nightstalker down. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hups. Interessant. Und sagen dann, gut gespielt hier von Cole, dass er da doch das bekommen hat. Oder sehr, sehr greedy von Dominus. Ja, alles gemacht. Und da kommt der Shadowfiend, der schnell genug ist, um sich hier den Kill abzustauben. Eine Race. Batz reicht nicht ganz, na gut. Aber immerhin. Und wird den Kill wahrscheinlich bekommen. Nein, Legion Commander klaut auch den Kill. Keine Kills für Shadowfiend, der durchaus die Souls gebrauchen hätte können. Aber immerhin kriegt er 2 Assists daraus. Bisschen Erfahrung. Und ja. Bisschen Erfahrung, bisschen Gold. Aber ja, 3:0 für TT. Fischer sitzt, aber interessiert den Void relativ wenig. Müssen halt jetzt gucken. TD stehen ziemlich gut. Und es liegt halt an 5k, die Rotations zu machen und halt auch die Kills zu holen. Denn das Lineup will eigentlich Kills haben. Mit dem Earthshaker. Es will durchaus hier... Ist ein schöner Block. Aber wir haben halt auch sonst keinen Damage mehr. Man muss sie tatsächlich noch wegleben. Ah, Arrow Mist hätte vielleicht aber auch nicht mehr gereicht. Ja, also, was ich meinte, war 5k müssen Kills holen. Besonders auch mit dem Nightstalker, der jetzt zwar noch nicht ganz online ist. Aber wir müssen auf jeden Fall die holen. Ansonsten haben sie relativ viel. Und Duel ist tatsächlich draußen, das erste Duel der Zeit. Sollte reichen. Reicht tatsächlich nicht wegen Anchor Smash. Schön gemacht, aber halt auch von GG viel zu greedy, dass sie da halt nicht gewartet hat einfach. Weil das wäre zu einfach gewesen. Titan Level 2? Was? Was sehe ich hier? Seriously? Scheiße. Ja, Jakiro Level 2. Geduld. Ach du Scheiße. Die Zähne funktioniert richtig gut und die Fissure Miss, das ist bitter, dass er da daneben geschossen hat. Auch ohne Soul Ring. Damit hat er jetzt gar keinen Mana erstmal. Ja, Legion Commander Level 6. Nach 6 Minuten gegen Level 2 Supports, gegen Level 2 oder jetzt 3 Earthshaker. Da sieht man schon, dass TT richtig weit voraus sind. Mal auf den XP-Graphen gucken. Auf 4K in favor of TT. Krasse Scheiße. Mal die Levels gucken hier. Level 8. Gott, Level 8 auf dem Shadowfiend und Level 2 auf dem Jakiro und auf dem Ogre. Puh. Das ist ein richtig krasser Vorteil, besonders für den Shadowfiend. Wenn der irgendjemanden trifft, also sind 2 Raises und dann stirbt der Jakiro. Auf jeden Fall aufpassen hier. So, naja. Auch noch ein bisschen was für Presence of the Dark Lord. Nächstes Level. Hier kommt tatsächlich der Gank. Kommt rein, keine Vision. Oder? Ne, keine Vision erstmal. Wird auch ein bisschen eingeschränkt, weil es Nacht ist. Pings kommen auch raus. Void farmt weiter. Ist jetzt Level 6, hat die Chrono. Titan ist immer noch Level 3. Aber da kommt eine große Creep-Wave rein. Deshalb versuchen sie jetzt wahrscheinlich hier kein Mana für ein Duel. Das ist natürlich bitter. Von daher muss er Oldschool. Und jetzt gerade ist das Mana gekommen. 50 Mana. Und den erste Duel gewonnen. Aber die Frage ist, der Netzstalker ist dabei. Ogre Major könnte hier ein bisschen blocken. Versucht es tatsächlich. Schafft es relativ gut, ihn zu blocken. Und hat tatsächlich so weit geblockt, dass er da wegkommt. Wird aber wahrscheinlich mit seinem Leben bezahlen. Erstes dann kommt raus. Hat aber nichts Boost. Ich glaube, dass... Ja, die Frage ist halt hier die Void. Jetzt die Void wieder ready. Und sollte den Kill hier holen. Ja, holt sich den Kill hier. Kriegt tatsächlich keinen Return Kill abgebatzt. Aber jetzt ist der Earthshaker... ziemlich schnell down. Kriegt tatsächlich hier nicht den Kill, der Shadowfiend, aber Level 10, erste Presence of the Dark Lord. Midas online. 1-0-3. Und richtig gut dabei. Networth können wir mal sehen. 5600 gegen 2600 von dem Mirana. Das sind knapp 3000 Networth, mal 8 Minuten vorne. ET sind richtig on fire und richtig weit vorne. Networth 6000 Vorteil nach 8 Minuten. Das ist normalerweise nur bei Teams, die wirklich
10 zu 0 vorne sind oder so. Jetzt kommt ein Duell. Nimmt doch die Mirana noch auseinander. Relativ schnell. 1 zu 7. Letzte Carry geht down. Networth weiter zurück. 5-7 gegen 2-6. Puh. Das wird schwierig, überhaupt nochmal ins Game zurückzukommen. Blink Dagger auf der Legion wurde jetzt auch schon benutzt, also... Alter. Ich glaube, das wird relativ schnell vorbei sein. Double Damage Ruder Shadow Fiend, natürlich. Es ist 3 Hits auf dem... auf Dominos, oder? Also da hätte ich aber jetzt umgedreht. Aber wahrscheinlich jetzt erstmal ein Stack, ne. Oder erstmal ein bisschen farmen damit. Weil die Mirana hat tatsächlich den Void geholt. Ups. Chrono nicht benutzt. Aber ein guter Arrow. Na gut. Unerwartet aber immerhin. Legion Commander hat jetzt wieder ihr Duel. Mal schauen, ob es gleich benutzt wird. Aber bisher bietet sich noch nichts an. Netzdock hat kurz angetäuscht, danach hochzukommen, aber keine Wards auf beiden Seiten. Er kriegt hier die Rune, Bounty-Rune für ihn. Und jetzt, ah, schöner Blink. Das war knapp, da hätte er durchaus Probleme haben können. Aber die Thesen jetzt on the back foot, müssen ein bisschen zurück, aber whoop, das war eine Chrono und ein Mystic Flare, so wie ich das einschätze. Ja, Chrono, Mystic Flare und schneller down, als er Achtung sagen kann, wahrscheinlich. Schiller Fiend, 10 Minuten blinkt er gerne nach Midas. Puh. Der ist gefarmt ohne Ende, 7200. Ist immer noch 4k Networth vorne, vor dem Mirana. Und mit dem Blink wird er auch noch erstmal nochmal schwieriger zu holen sein. Da haben sie da die Fischer, aber die muss halt auch erstmal sitzen. Sieht schlecht aus für 5k. Aber wenn sie zurückkommen, dann on Lucky oder guten Arrows, schönen Fissures und natürlich auf dem Nightstalker, der durchaus hier mal ein paar Supports auseinandernehmen kann, wenn er welche findet. Ach Leute. Tatsächlich ein Ping nicht von TT, der sich aber aufkriegt, dass die Sound so schlimm ist und findet, ah, zu spät geklickt. Wollte unbedingt noch sein Overwhelming Outs rausbekommen und jetzt muss er sich zurückziehen. Zu greedy hier. Und sehen auch hier, sollten zurückgehen. Da ist eine Ward. Können hier damit vielleicht turnen, aber LeBron geht bald down. Overwhelming Outs, oder ja, ist auf ihm. Aber wird hier erstmal down gehen. Titan hat eine Ravage, wird sie jetzt nutzen. Ah, knapp daneben für den zweiten. Mystic Flare wird benutzt. Und jetzt steht auf einmal der Shadow Fiend da drin. Ja, gut, okay. Aber hat den Damage, hat genug Damage, um hier auch einfach reinzuhauen. Und kriegt hier easy einen Triple Kill. Full Call hier. Ja, und Fire ist 9200 gegen 3,6. Hat jetzt nochmal mehr geholt, hat fast 6000 Net Worth weiter vorne. Das sind fast genauso viel Net Worth wie das gesamte gegnerische Team zusammen, was normalerweise erst bei Naga Games nach ungefähr so 40 Minuten öfters mal der Fall ist, aber puh. 2700 Gold, das wird auch ein schnelles, oh, nächste Double Damage Rune, ja, nimmt man gerne mit. Next Item für ihn, eventuell Crit. Oder ich habe was vergessen, also ja, manchmal kann man hier auch einen, ja, BKB eigentlich, ja. Ja, BKB. Damage hat er jetzt, also. Ja, glaube ich mal, dass ein BKB wird. Ansonsten könnte er hier entweder nach Daedalus Crystallis Crit gehen oder natürlich auch einfach auf Minus Damage auf den Desolator. Multicast ist jetzt online. Oh, Doppel-Multicast. Genau, wo es gescaled wurde. Warum nicht? Hier nach in die Mitte, aber finden zum Glück für Wolves 5 keinen. Aber Earthshaker könnte hier ein Problem haben. Aber haben zum Glück hier eine Ward. Schön gesehen, wird hier auch eingeblockt und jetzt ziemlich stark gegoat. Arrow trifft und holt sich noch gerade
fast den Kill. Jack Hero kriegt die Killing Spree. Und da war er ein bisschen zu weit vorne oder hat nicht mit diesem doch sehr, sehr defensiven Ward gerechnet. Der, nämlich auch selber überrascht, dass der jetzt schon hier ist, aber hat sich richtig gut ausgezahlt hier. 5 zu 11. Tja, 6k. 6000 Net Worth, 6500 Net Worth für den Shadow auf jeden Fall vorne. Der wahrscheinlich sich gleich ein komplettes PKB kaufen wird. Blade Mail ist jetzt online für die Legion Commander. Und ja, TT wird jetzt halt erstmal die Tower nehmen, weil sie den Vorteil eben haben und den Damage. Tja, Legion Commander wartet, hofft darauf, dass demnächst mal der Nightstalker weiter vorne kommt, könnte aber auch einfach hier unterm Tower ein Duel machen. Unterm Tower und Scareth Mage TP rein. Easy Kill. Aber auch so. Easy Kill einfach auf den Titan, ne? Kann man natürlich auch machen. Und eventuell da sogar einen T2 Tower rausbekommen. Also zumindest Shadowfiend kann weiter drin bleiben. Fischer ist erstmal auf Cooldown. Blink hat halt auch noch 4200 Gold. Oder auch direkt auf Butterfly gehen. Aber auch erstmal den Tower holen. Bruno ist down. Von daher. Hier erstmal so keinen direkten. Aber der Legion Commander kommt rein. Und damit der Damage reicht. Striker kommt hier rein. TPs kommen, aber. Werden hier eventuell den Ogre Mage finden. Arrow fliegt, trifft tatsächlich den Shadow Fiend. Aber da können sie nicht reingehen. Multicast. Achtung, Achtung, Achtung. Schöner Echo Slam. Aber es reicht nicht ganz. Er hat ihn auf den Creep gemacht. Finden hier den Shadow Fiend leider nicht ganz. Aber immerhin zwei Supports. Aber für die Mirana wieder. Das ist halt auch bitter. Ich muss unbedingt weiterfarmen. Mit Gold Change für 5k, ja. Sie haben doch einiges bekommen. Dadurch, dass sie hier den Ogre auch bekommen haben und den Scareth Mage. Aber leben wieder die Mirana. Und Shadow Fiend geht wahrscheinlich direkt auf Skadi. Natürlich auch nicht schlecht. Finden hier. Upp, hat wohl gesehen hier. Okay. Und hier ein Duell, aber es sieht schlecht aus für Legion Commander eher. Ja. Und fällt. Ja, es ist aber nicht so gut executed. Finden hier tatsächlich den Scareth Mage. Hoffen, dass sie da noch rankommen. Sieht allerdings eher nicht so aus. Ah, okay. Komplettes Manta. Dafür natürlich. Also noch mehr Damage. Könnten jetzt hier eventuell Roshan machen? Nee. Roshan, die Elos tanken, wäre drin gewesen. Die Mirana und... Oh, Triple Multicast, natürlich. Ui, ui, ui. Double Multicast und es dann reicht vollkommen aus, um den Shadow Fiend hier möglichst sein Damage reinzupacken. Ups. Nein, kein Camp da. Das Midas ist auf Cooldown. Und holt sich jetzt tatsächlich den kleinen Creep. Aber na gut. Ist natürlich im Goldmäßigen effizienter. Aber naja. Mit Bloodlust macht er einiges an Damage. 200 Damage mit Attack Speed Modifier, einiges. Manta Style wird auch nicht benutzt. Wird wahrscheinlich auch eher benutzt, um aus dem Silence rauszukommen. Und generell. Denn auch so viel Mana ist halt auf dem Shadow Fiend noch gerade nicht vorhanden. Aber sie werden weiterhin pushen. Finden hier den Nightstalker. Der aber Blade Mail aktiviert hat und vielleicht dann nicht will. Hat er dann doch gerade das Duel rausgemacht. Ravage ist draußen. Schöner Echo Slam. Aber der Arrow hat gemisst auf den Shadow Fiend.
Könnte der Shadowfiend tatsächlich Probleme bekommen, aber war schon so alle low. June überlebt das noch gerade so auf der Mirana, die aber drin ist und leider auch gesehen wird. Nightstalker holt sich jetzt den Return Kill. Aber für mir geht auch nicht, denn Fanny ist da und Chrono auf 3. Das ist richtig krass. Richtig hoch und Shadowfiend kommt rein, hat eine Regen-Runde gefunden. Natürlich, warum nicht? Und holt sich jetzt den nächsten Kill. Double Kill, wo er wieder reinläuft. 20 zu 10 hier. Und den T2 Tower bekommen sie als Bonus oben drauf. Ja, einiges in PXP, einiges in Gold. Hier fällt einfach mal jeder. Wunderschöne Chrono. Ja, also. Net Worth, ach du Scheiße. Ja. Net Worth XP sieht doch sehr krass aus, besonders wenn wir den Net Worth hier Unterschied hier sehen. Jetzt über 10.000 Net Worth Unterschied. 15k Net Worth. Insgesamt hat Wolfs 5k 20k Net Worth. Dementsprechend fast mehr als das komplette gegnerische Team. Allerdings aber auch alles in einem Helden, 707. Das kann vielleicht schnell mal fallen. Also ein Lucky Arrow oder so kann hier durchaus das Ende für den Shadowfiend bedeuten, wenn er keinen BKB hat. Vielleicht wird er im BKB gehen, vielleicht wird er aber auch greedy werden und einen Butterfly holen. Würde ich ihm halt nicht empfehlen, weil bisher ist das meiste Magical Damage von ihnen. Das ist BKB doch sich sinnvoller. Und ja, Scareth Mage versucht sich hier alleine und schafft es tatsächlich, einen kompletten Seal Duration, die Mirana einfach zu bursten. Ja, alles einmal benutzt. Einfach down bekommen. Aber, versuche ich jetzt zu TPen, aber Ice Path ist da. Und unterbricht es hier einfach. Hat noch ein paar Stick Charges gehabt, aber hilft nichts. In der gleichen Zeit wird einfach mal Roshan genommen. Void holt sich tatsächlich die Aegis, einfach weil Shadowfiend nicht da ist. Oder weil er sagt, keine Ahnung, ich sterbe nicht. 5k Gold auf ihm jetzt. Und ist noch für den Net Worth drauf, ja. Glaube ich nicht, nein. Aber jetzt hier einfach reinspringen. Und ein Duel auf den Titan. Das ist das Einzige, der Ravage machen können. Aber, ach du Scheiße. Haben dann doch noch die Legion Commander down bekommen, aber das Blade Mail macht einiges an Damage. Einiges an Damage. 6000 Gold auf Shadowfiend. Cole sollte mal langsam was kaufen. Tja. Schauen wir uns mal die Items von 5k an. Mirana, das geht halt auch auf einen. Geht auf Midas Gaming. Mjolnir als. Also, Mjolnir als nächstes. Aber ist noch einiges davon entfernt. Dauert noch ein bisschen. Und Rapier ist hier. Oh Mann. Okay, Rapier mit einem Double Damage Rune. Ja. 700 Damage auf Shadowfiend. Okay, ich glaube, TT haben gesagt, okay, nö, wir sind zu weit vorne, go. Rapier, go. Los, One-Hit. Er braucht auf jeden Fall jetzt noch Crit. Greedy, aber ich glaube, es passt. Ach du Scheiße. Oh ja. Los, Double Damage. Ich muss da reingehen. Chrono und fertig. Ja, Legion Commander steht perfekt dafür. Wird vom Wort zwar gesehen, aber... Boah, Scheiße, was das für ein Damage ist. Klar, easy. Oh man, Blink, Manta, Rapier. Puh. Damage kommt rein, die Frage ist Initiation. Blink, Digger auf Titan, das ist verfügbar. Aber Ravage noch 30 Sekunden, das dauert. Chrono tatsächlich auf 2, das ist bitter. Jetzt kommt da der Shadowfiend rein. Und ihr seht den Damage. Ach du heilige Scheiße, werden hier einfach gedived. Bunny ist low, hat aber auch noch
Oh, Titan disconnected. Legion Commander, Space Created, sage ich jetzt mal schon mal so im Voraus. Akiro tut, was er kann. Aber ich glaube, wird auch nicht. Wird auch sonst nichts passieren. Buyback-Status ist auf dem Titan da vorhanden. Was soll denn das hier? Wir müssen unbedingt Pause machen. Seriously? Das ist nicht so gut. Ah, nee. Nicht so eine gute Idee, jetzt hier einfach weiterzumachen. Aber, weitergemacht wurde von Gelb. Somit nicht so schlimm. Aber schöner. Ja, nevermind. Ich komme gerade nicht drauf klar. Too strong card damage. Und ja, schöne Echo Slams. Aber hilft alles nichts. Jetzt ist er reconnected und der Punkt wäre halt Buyback. Wenn es da gewesen wäre, hätte er durchaus hier mit der Ravage den Unterschied machen können. Deshalb frage ich mich halt gerade, warum Jakiro weitergemacht hat. Denn mit Buyback wäre das durchaus was anderes gewesen. Der Call nach, er ist doch tot, macht doch weiter, war jetzt hier nicht wirklich gerechtfertigt. Ja, schön auf jeden Fall, farmt weiter, sollte vielleicht mal bald ein Satanic bauen. Und vielleicht mal bald eine Aegis holen. Aber ja, eine Rex sind down. Der Vorteil ist auf jeden Fall für TT. Die haben das Spiel schön gewonnen. Ja, 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 ja. Und Shadow Fiend. Ja, könnte auch einen zweiten Rapier holen oder sowas. Willst du hier tatsächlich wieder rein in diesen Commander? Weiß nicht genau, was er da eigentlich will. Außer Dual Damage. Dual Damage. Jetzt kommt die Ravage. Trifft tatsächlich hier noch einen Shadow Fiend. Allerdings wird jetzt einfach geturnt und er passt auf jeden Fall auf, dass er hier nicht das Blade mehr trifft. Gerade so weggekommen von dem Arrow, das hätte definitiv ein Tod sein können. Jetzt sollte er aber definitiv aufpassen. Wird hier gefährlich low und komplette 5k ist hinter mir her. Ah, Chrono hinten dran. Aber immerhin. Und ich glaube, mehr wird hier erstmal nicht passieren, denn ist schon weggeblinkt. Ob auf Venom ist dropped hier. Ja. Noch ein bisschen was ist da, aber 5K haben ihr Bestes versucht, haben gut gechased, aber im Endeffekt kam die Krone und der Blink kam dann wieder auf Cooldown. Und dann war er weg. Shadow Fiend, Living on the Edge, alle relativ low. Erstmal oben die Rune, hofft auf eine Regen, aber hat immerhin jetzt die Bottle, wo er ein bisschen hochgehen kann. Und es könnte ein zweiter Rapier werden. Nein, erstmal wird Festes Wort auf den Rapier gehen. Frage ist, ob er hier alles verkauft, was er hat. Ja, und die Midas kannst du auch noch verkaufen. Na komm. Midas und dann hast du ein Rapier. Aber Midas will man nicht verkaufen. Okay. Holt sich noch die Grief Wave und hat dann auch noch den zweiten Rapier. Oh Mann. Triple Rapiers von TT nach 26 Minuten. Der Fug. This game. Schöner Blink. This game, this game, this game. Ich glaube, die Idee wird jetzt erstmal warten, bis Shadow Fiend noch mehr Rapiers bekommt, denn das Midas kann man auch noch durch einen Rapier ersetzen. Die Frage ist halt nur, was passiert, wenn diese Rapier fallen. Legion Commander wird vielleicht auch noch ein Rapier? Nee, wahrscheinlich nicht. Double Rapier auf Shadow Fiend. Gepinkt wird auch schon. Oh Mann. Ja, natürlich wird es funktionieren, aber das ist super creepy. Und Space Created, ja. Void wird irgendwann auch noch reinspringen. Legion Commander wird mal wieder down gehen. Na, nicht ganz. Und Shadow Fiend, easy Triple Kill. Nein. Nein, die Leute sind nicht da, sie waren hier. So, erste Rapier liegt auf dem Boden. Vielleicht sollte die Mirana das aufheben. Zwei Rapiers da und ja, easy Rapiers, aber poppt direkt zum Triple Multicast und hier noch letzter Rapier, aber nein, Mirana hat ihn wieder. Und Arrow trifft tatsächlich nichts, sonst wäre das wieder ein Kill gewesen.
Middle Tower ist under attack. Double Rapiers, aber ja, erstmal gefeedet ein bisschen. Nächste Duel ist ready. Bam! Schöner Echo Slam. Und jetzt könnte Shadow Feet Down jeder zwei Rapiers sind am Boden. Radiant's Middle Tower is under attack. Oh Mann. Der D-Throne im großen Spiel. Kompletter Wipe. Triple Rapier liegt auf dem Mund. Double Rapier auf Nightstalker, der vielleicht mal ein BKB sich jetzt zulegen sollte. Oh Mann. Warum? Oh. Yeah. Okay, eine Krone wird das Ding wieder ändern, aber... Warum? Networth. 20.000 Networth. Auf Nightstalker 16.000 Networth. Schön auf Mirana. Aber ja. Gut. 12.000 Networth. Das sind gerade 18.000 Networth. Wow! Ja, 30.000 Networth Swing einfach mal so für 5k. The fuck? 10.000 XP und 35.000 Networth Unterschied. Ja, Rapiers. Okay, und ein Duel jetzt auf den Nightstalker, der hat seinen Triple Rapiers einfach mal abgegeben. Oh Mann. Oh Mann, Double Rapiers auf Legion Commander und... Das macht den Swing jetzt gerade wieder ein bisschen runter. Ja. Easy Swing wieder jetzt. 23.000 Networth auf der Legion Commander. Los, Graf, update dich. Okay, ne, das ist schon ein Update, ne, das sind die 6.000 Networth Unterschied gewesen. Warum werft ihr drei Rapiers in den 25-Minuten-Game rein? Das geht doch nicht. Und Cole ist böse und wird jetzt erstmal warten, bis er seinen nächsten Rapier bekommt. Oh Mann. BKB an und ab zum Fountain. Natürlich. Und Rapier auf dem Boden. Double Rapier im Fountain. Und Kronos drin. Und ja, vielleicht sollte den Rapier noch mitnehmen. Und da liegt immer noch ein Rapier. Oh, Leute, nein. Das Spiel geht kaputt. Double Rapier auf Void. Schöner Echo Slam. Oh, ihr fokust den Falschen. Der hat doch gar keine Rapiers. Ihr müsst doch die Legion Commander nein. Ich weiß nicht, ob die Rapiers gerade ein vierfacher Multicast. Void versucht alles auseinanderzunehmen, aber ist geslowt. Und verliert hier seine zwei Rapiers. Alle auf dem Boden. Ogre Major mit einem Rapier. Jeder, everyone gets a Rapier. Warum nicht? Void hat wieder seine zwei Rapiers. Das ist erstmal alles, oder? Sind noch mehr Rapiers hier drauf? Sieht erstmal nicht so aus. Oh Mann. Drei Rapiers hin und her. Aber ich glaube, jetzt haben sie genug. Nein. Erstmal schön Bash auf den Rapier. Fanny hat sich kurz überlegt, den Highground zu gehen, aber nope. Wird erstmal nicht der Fall sein. Ja, Rapier Gaming. Schöne Ravage. Die Frage ist, naja, sollte eigentlich den Ogre umbringen, weil der hat ein Rapier. Aber poppt einfach so noch down. Kompletter Teamwipe für 5k und jetzt hat niemand mehr übrig, der jetzt sich dann noch die Rapiers schnappen könnte. WTF Gaming. Wunderschön. How ist der einzige Ausdruck, den ich ja noch habe. How. Ja. Mit diesen Worten geht's ins Spiel 2 zwischen Tiny Team und Wolves 5K in der ESL Thinkfast Razor League Gruppenphase. Im ersten Tag in der Gruppe C. Gruppe C, ja. Bis dann, stay tuned.